Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und heute wollen wir uns wieder was Teures über Gold holen. Ich hatte ja in den letzten Videos mir einige TCG-Sachen gekauft gehabt, heißt Mounts, Toys und diverses, die mehrere Millionen Gold wert waren. Mittlerweile haben wir das Zeug soweit alles zusammen und jetzt stürze ich mich so ein bisschen ins Transmog-Business. Und zwar habe ich ja hier ein schmuckes Add-on gefunden, das sich All of Things nennt. Da kann man alles Mögliche raussuchen und ich war hier die letzten ein, zwei Monate schon einiges am Farmen. Wenn man meine Streams verfolgt hat, weiß das. Und ja, da gibt es aber auch das ein oder andere Item, das man relativ beschissen farmen kann, was so World Drops sind oder die halt einfach sehr, sehr, sehr selten irgendwie in Instanzen zum Beispiel droppen. Und die möchte ich mir ganz gerne kaufen, wenn sie denn günstig im Haar sind. Und da habe ich mir schon ein paar Items rausgesucht. Ich habe eine kleine Liste gemacht, hier auf ein paar Servern. Vielleicht sieht man das so. Habe ich mir ein paar Items rausgesucht, die ich interessant finde, wo man vielleicht mal zuschlagen könnte. Ich bin so ein bisschen am Preise auch vergleichen über die letzte Zeit. Und ja, heute war so ein Tag, wo ich dachte, ah, es sind ein paar Items drin, die interessant sind. Schauen wir mal, was wir uns kaufen können. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Ich bin hier nicht ohne Grund im Sturmschild, denn hinter mir gibt es ein paar Akora, die verkaufen Items für relativ viel Gold. Wir können mal reingucken. Da gibt es dann Items hier für 5.000, für 2.000, für 5.000, für 10.000, für 20.000 und so weiter. Und hier gibt es noch einige Umhänge, die ich auch noch für Transmog brauche. Heißt, die möchte ich mir holen und einiges, was auch im Auktionshaus ist. Aber das wollen wir jetzt nicht mit dem Char holen, weil hier auf Antonidas, ehrlich gesagt, relativ viele Sachen teuer sind. Wir können mal gucken. Also das sind alle Items, die ich noch brauchen könnte, ne? Auf Antonidas, die ich noch nicht gesammelt habe. Und ihr seht, da geht es bei 100k Gold los. Also sprich, ich bin da schon ganz gut aufgestellt. Und auf anderen Servern sind es da teilweise noch weniger Items, die ich mir rauskaufen könnte. Gut, hier seht ihr, den Hammer hier will ich unter anderem haben. Der kostet hier auf Antonidas 190k. Und den gibt es nämlich hier aus Asial Narub als Zonendrop, wo man sagt, okay, der kann der ganzen Zone droppen. Aber das Problem ist, Asial Narub ist irgendwie buggy und es gibt nur zwei Mobs, die man insgesamt looten kann in der kompletten Instanz, also abgesehen von den Bossen. Und dementsprechend wird das ziemlich ätzend. Und das sind genau die zwei Mobs vom Endboss. Und ich habe den Kolben schon mal eine Weile versucht zu farmen. Keine Chance. Das ist ein Time-Sink ohne Ende. Deswegen werde ich mir den sicher im Auktionshaus kaufen. Und ich habe auf ein paar anderen Servern noch Gold. Jetzt sind wir hier mal geswitcht auf... Was ist das für ein Server? Ich glaube, ich muss jetzt selber mal gucken. Ah ja, okay, also der Char ist hier auf Kil'jaeden. Das ist immer der Trick im Dings schreiben im Chat und dann selber auf den Namen drücken. Wisst ihr so hier? Falls ihr das nicht wisst, dann wisst ihr, auf welchem Server ihr seid. Also normalerweise weiß man, auf was für ein Server man ist, aber man kommt mit vielen Servern teilweise schon durcheinander. Also das hier war jetzt Kil'jaeden, ne? Ja, Kil'jaeden war das. Und hier habe ich noch 200k. Da habe ich mal, ich glaube, ein paar... Waren das? Ich glaube, ich habe mal irgendeine Vision geboostet, da hatte jemand nur Gold auf Kil'jaeden, da habe ich gesagt, komm, dann nehme ich halt auf Kil'jaeden das Gold an. Und hier habe ich entdeckt, dass der Kolben nur für 30k drin ist und das ist ein richtiger Schnapper. Also, ja, den kriegst du normalerweise nicht unter 100, 150k, 200, irgendwie sowas ist der immer um den Dreh rum. Zumindest die letzte Zeit, wo ich da geguckt habe. Und jetzt hier für 30, schlagen wir mal zu, wir haben 200k, wie gesagt, auf dem Server. Holen wir uns den Kolben schon mal. Achso, warte mal, jetzt müssen wir hier mal beim zweiten Account den Sound anmachen. Machen wir uns mal ein bisschen leiser. Also Kolben haben wir uns gekauft. Das sind schon mal die ersten 30k, die wir ausgegeben haben. Den werden wir gleich mal lernen. Nice. So, Kolben ist eingetütet. Sehr schön. Und jetzt gehen wir mal mit den restlichen Gold. Ich möchte den Char nämlich ganz gern löschen, dass ich da mal wieder Slots habe, so rum. Und kaufen uns jetzt diese ganzen Umhänge. So, und dann fangen wir mal an hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das sind jetzt schon mal 100k, die ich jetzt hier rausgeschmissen habe. Jetzt haben wir noch 70 plus 30 für den Kolben, ne? Dann kaufen wir uns diese Umhänge noch alle. 45k haben wir jetzt noch. Die werden jetzt hier ein bisschen günstiger, die kosten nur noch 5k. Die Sounds macht übrigens mein Add-on. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Transmog lerne, kommt der Sound. In Instanzen ist es ganz cool, weil du merkst, halt, ah, nice, ich habe das Transmog gekriegt. Hier bei einem Händler, wenn man uns sich x Sachen hintereinander kauft, ist natürlich so, naja. Naja. Okay,
Dann haben wir noch 26k über. Dann gehen wir jetzt hier zum nächsten Händler. Es gibt nämlich auch noch so zwei Transmog, was ich mir holen kann. Dann kaufe ich mir jetzt einfach das hier und das Item. Jetzt habe ich noch 9 Gold über. Und wir müssen jetzt aber diese ganzen Items löschen. Sonst kriegen wir ein Problem. Wobei, das eine kann ich verkaufen. Es ist nämlich so, wenn man einen Händler-Item kauft, dann hat man jetzt hier 2 Stunden es zurückzugeben und dann verliert man aber auch die Transmog-Vorlage. Das wissen viele nicht. Also es geht nicht, dass ihr beim Händler ein Item kaufen könnt, Transmog lernt und dann quasi wieder zurückgeben könnt. Deswegen kommt jetzt nochmal der Sound, weil ich es jetzt quasi endgültig gelernt habe, wenn ich es wegschmeiße. So, da. Also ich hätte jetzt auch 2 Stunden warten können und nachdem ich 2 Stunden gewartet habe, quasi dann die Items für wahrscheinlich 5 Gold beim Händler wieder verkaufen können. Ne? Aber das machen wir jetzt nicht, weil ich will jetzt die Chars tatsächlich löschen. So, das sieht doch gut aus. 17 Gold haben wir jetzt hier noch. Ja, den Char können wir löschen. Ich habe mir eigentlich extra noch einen Worry angelegt. Ich wollte das Restgold eigentlich auf den Worry schicken, auf den hier, um dementsprechend dann noch ein bisschen so Low Transmog war zu kaufen, um ja dann wirklich alles Gold auszuschöpfen. Aber wir sind jetzt ziemlich genau rausgekommen. Die paar Gold, die wir da noch hatten, auf die ist geschissen quasi. So, jetzt haben wir auf dem Server alles ausgegeben und dann können wir switchen. Ich habe nämlich auf Proudmoor habe ich auch noch ein bisschen Gold. Da wollen wir als nächstes mal hingucken. Den Char habe ich auch schon mal so weit hingestellt. Wir haben jetzt hier, warte mal, ich ziehe das jetzt mal rein. Das war jetzt Kilt Shaden. Ach, da wollte ich mir eigentlich auch nochmal so ein Holzding kaufen. Ups. Egal. Schmeißen wir das raus. Egal, also wir haben jetzt 30k für den Hammer ausgegeben und insgesamt waren es dann 200k. Da gab es noch so ein anderes Transmog-Item, was ich überlegt habe, aber egal, jetzt habe ich mir die Umhänge gekauft. So, also Kilt Shaden sind es dann insgesamt 200k. Und, ach ja, was ich euch zeigen kann, auf Antonidas habe ich 2 Monokel gekauft und zwar diese hier. Die gehen auch noch in die Rechnung mit rein. Das sind 2 Monokel, die haben mich beide 20k gekostet. Die Mattkosten von diesem Monokel sind minimal, also die kosten nicht sonderlich viel. Aber das Rezept, um die Monokel herzustellen, ist ein World Drop in Qatar. Und das ist richtig, richtig selten. Das hat fast keiner. Ich habe überall nach jemandem gesucht, der das herstellen kann. Keinen gefunden. Und die Dinger sind, wenn dann, gar nirgends im AH drin, weil es auch keine richtigen Transmog-Items sind. Das sind nur so kosmetische Items. Ne? Die kannst du nur quasi anlegen, dann sieht es so aus, aber du kannst sie nicht Transmog sammeln. Mein Add-on zeigt die ja trotzdem an und deswegen wollte ich es halt haben. Und ja, dann habe ich jetzt länger danach gesucht, waren sie für 20k drin. Dachte ich mir, komm, 20k pro Ding, scheiß drauf. Hab sie mir gekauft und jetzt sind sie raus. Also wir haben jetzt hier schon mal 40k auf Antonidas. Das können wir, obwohl das muss ich jetzt nicht zusammenzählen. 40k auf Antonidas, 200k hier auf Kilt Shaden. Und jetzt gucken wir mal, ob die anderen Items, die ich mir hier noch rausgesucht habe, ob die eventuell auch noch drin sind. Heißt, wir haben im Moment 240k ausgegeben. Mal gucken, wie es mit den anderen Sachen aussieht. So, dann switchen wir mal wieder rein. Und zwar, das ist der Char hier. Und bei dem hatte ich nämlich Schultern entdeckt, und zwar diese hier. Die sind aus Antorus Normal, dieser Random Loot Schultern, und die will ich mir kaufen. Und da würde man jetzt sagen, 85k für einen so ein Kackschulter ist ziemlich viel, das stimmt auch. Aber die sind halt extrem selten drin und oft kosten die halt auch mal 200, 300k. Also unter 100k sind die Dinger tatsächlich nur einigermaßen gut. Deswegen, wenn wir uns die jetzt mal kaufen. Oh nein, bitte nicht. Ah ne, doch, ich habe es ja noch gekriegt. Ich dachte gerade, dass es gebuggt hat und wer anders mir die schon weggekauft hat. Nice, also die Schultern haben wir jetzt auch. Lernen wir die einmal. Die sind sogar besser als die, die der Char anhat. Das ist traurig. Das ist richtig traurig. Das hier sind übrigens Testchars, die ich mir erstellt habe, um dementsprechend auch die Transmog-Sachen lernen zu können. So, und was wir mit dem jetzt hier machen, wir gehen jetzt mal noch hier hin und kaufen die restlichen Sachen, die ich jetzt hier noch als Zweitransmog brauche. Und ihr seht, wenn der Haken, warte mal, ich kann euch das mal zeigen, wie das aussehen müsste. Also wenn ich quasi einfach nur diesen Haken dran habe, ist collected, dann habe ich genau dieses Item gesammelt. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte. Ah ne, dann
Genau, dann gibt es hier diesen Haken, der quasi mit dem blauen Kreis umrandet ist. Da habe ich zwar das Item, also das Aussehen gesammelt, aber nicht genau über das Item. Und da bin ich nur überlegen, ob ich das irgendwann mache. Und da ich jetzt hier eh das Gold loswerden will, holen wir uns die Sachen und gucken mal, was dann noch an Gold rausgeht, wenn ich mir die Sachen jetzt noch alle hole. So. Wir haben nämlich jetzt noch ein bisschen über 200k. Jetzt kann ich mir noch ein paar Sachen kaufen. Die Umhänge waren jetzt eigentlich das, was ich haben wollte. Mal bloß schauen, dass wir nicht durcheinander kommen bei den ganzen Händlern. Okay, das brauche ich auch noch. Hier geht dann auf jeden Fall meine Transmog-Liste ordentlich nach oben. Und um meinen Goldstand ordentlich nach unten. Oh, war ja, das. Ein bisschen tut schon weh, ne? Aber wie gesagt, hier die Chars, die will ich irgendwann mal löschen, weil ich langsam so Platzprobleme mit Chars kriege. Und da sind diese Test-Chars natürlich ein bisschen im Weg. So, das noch. Und das noch. Okay, das geht halt richtig nach unten jetzt, ne? Okay, da waren die Umhänge. Die hatten wir den auch schon. Den hatten wir jetzt auch schon. Ich muss ihn am Ende nochmal checken. Halt, warte mal. Den hatte ich schon gekauft, ne? Das hatte ich auch gekauft. Das hier brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Was haben wir bei dem Kollegen noch? Da haben wir auch noch ein paar Sachen. Jetzt haben wir noch 97k, ne? Jetzt wird es dann schon weniger. Am Ende müssen wir mal gucken, was wir dann insgesamt ausgegeben haben mit dem. So, also die haben wir alle. Dann haben wir das hier alles gekauft. Perfekt. Deswegen heißt die Serie auch Waste of Money, weil es hat. Man könnte schon sagen, dass es ein bisschen gewastet ist. Okay, das haben wir auch. Ah, bleibt doch nicht hängen hier. Die Hose haben wir auch. Was haben wir hier noch bei ihm? Die haben wir auch gekauft. Okay, und der hatte ja nichts mehr, ne? Der hatte nur die Golddinger. Gut, dann haben wir das alles. Schmeißen wir das weg, dann hat der Char noch 81k von, weiß ich nicht, 300k hatte der am Anfang noch. Also, da ging jetzt auch einiges raus. Das werden wir dann gleich in meinen Sheet mit aufführen. Aber den kann ich jetzt hier noch nicht löschen, weil vielleicht können wir mit den 81k nochmal irgendwas machen. Ich könnte jetzt zwar mit dem Dings hergehen. Mit einem Twink, ne? Und dahingehend sagen, okay, ich kaufe mit dem Worry jetzt noch ein bisschen Transmog MH, aber ja. Das würde ich erst machen bei kleineren Summen tatsächlich. So, jetzt gucken wir nochmal rein. Ob wir noch irgendwas offen haben. Ich hätte mir den Helm noch kaufen können, ne? Vorher, aber das ist irgendwas, was aus dem Game rausgepatcht worden ist. Da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass man es doch noch irgendwo günstiger kriegen kann. Okay, gut, wir haben jetzt ausgegeben 239k. Wir tun es mal auf 240 aufrunden. Und das war jetzt hier auf Proudmoore. Den können wir jetzt mal noch nicht löschen. Und jetzt müssen wir nochmal auf Blackmoore gehen. 240 hatten wir gesagt. Halt, warte mal, dann locken wir mal mit dem hier ein. Und zwar können wir hier insgesamt 240k machen. Kilcherten hatten wir 200. Also haben wir jetzt 480k ausgegeben. So, jetzt locken wir mal auf Blackmoore ein und gucken mal, ob ich diese Items hier noch krieg. Das sind nämlich zwei Waffen und das müsste eine Schildhand sein, die ich noch ganz gern haben würde. Schauen wir mal, ob wir da noch was kriegen. Schauen wir mal. Müsste hier auch schon ein bisschen weniger sein. Ja, da ist jetzt auch ein bisschen weniger. Hier diesen blöden Fisch hätte ich noch ganz gerne, ne? Seht ihr, das sind die Hosen, auch aus Antorus, die sind halt einfach hier für Goldcap drin, ne? Also, ich hoffe, dass ich die halt irgendwann mal irgendwo anders günstiger finde. Aber das ist halt, ja, das ist halt echt immer ein bisschen Kacke mit diesen Sachen. Aber das Gute ist, da ich mir den Kolben jetzt hier gekauft habe, brauche ich in Wrath of the Lich King nur noch ein einziges Item von dem Trash Loot, den will ich später noch farmen, dass ich mal Wattle vielleicht fertig habe und dann sieht es hier schon ganz gut aus. Und ja. Classic, diese Splitterklinge will ich mir jetzt gleich noch kaufen. Mal gucken, ob wir die kriegen. Hier, die Sachen sind halt selten drin, seht ihr? Das ist gar nicht gelistet. Das letzte, was gelistet war, war knappe 2 Millionen. Das war über 3 Millionen drin. Also da muss man teilweise echt schon gucken. Falls irgendeiner von euch die Items bei euch im Auktionshaus sieht, dürft ihr mir gerne in den Kommentaren Bescheid geben oder im Discord. Und ja, vielleicht wäre ich hier gewillt, euch das eine oder andere abzukaufen. Gut, jetzt wollen wir hier einmal reingucken. Und zwar, ich will mir kaufen hier die Schildhand. Die ist nämlich aus Nyalotha. Das ist ein Random Drop. Halt, warte mal, nicht, dass ich jetzt die falsche kaufe. Ich habe nämlich die Normal. Warte mal, welche brauche ich jetzt noch? Jetzt muss ich nochmal gucken, welche Schildhand ich noch brauche. Wir wollen jetzt halt ungern die falsche uns holen. Also BFA, Nyalotha. Ich brauche die
HC-Schildhand, genau, die brauchen wir. Heroic. Und was brauchen wir dann noch? Und die Mythisch-Schildhand, genau. Also die beiden brauchen wir. Jetzt hier, ne? Falsch kaufen. Also das hier müsste 460 müsste die HC-Schildhand sein, aber jetzt steht hier dran collected. Moment, ich post's mal. Manchmal bugt's ein bisschen. Moment, die habe ich schon collected. Da steht normal dran. Das ist komisch. Aber hier steht jetzt HC. Das ist, glaube ich, ein bisschen buggy. Ich kaufe mir die jetzt einfach. Das müsste die richtige sein. 460 müsste HC sein. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich irgendeine Scheiße gekauft habe. Okay, gut, das ist die HC-Schildhand. Für, was haben wir jetzt ausgegeben? 70.000 Gold. Okay. Ist jetzt nicht ganz günstig, aber besser als noch mehr zu zahlen für. Okay, dann schauen wir mal weiter. Dann brauche ich die Splitterklinge. Die kaufe ich jetzt noch. Für 85.000 Gold. Sag mal ein. Splitterklinge. Lernen wir auch noch. Okay, und dann wollte ich mir noch den Glasierer holen. Jetzt gucken wir mal. Hier, der Glasierer. 200k. Das ist nämlich ein World Drop hier in BFA. Ist halt auch arschig teuer. Aber hier zumindest günstiger als auf Antonidas. So, da haben wir jetzt ausgegeben zusammen. Holy shit, 455.000. Habe ich das schon richtig eingetragen? 70k 200, okay. Dann liegen wir jetzt, haben wir ausgegeben für Transmog bei 935.000 Gold. Das darfst du keinem erzählen. Jetzt bin ich fast überlegen, ob ich die Millionen noch voll mache, ob ich nur irgendwas Dummes kaufe, aber ich glaube, wir werden es dabei belassen. Jetzt sieht All of Things wieder ein Stück cleaner aus. Ich kann euch jetzt mal noch zeigen, was wir brauchen. Das können wir einmal rüberziehen, falls ihr mal auf eurem Server ein bisschen mitgucken wollt für mein nächstes Video. Und zwar brauche ich jetzt noch Flintstein-Schultern. Die sind aus Classic. Ich kann es auch in die Videokommentare noch reinschreiben. Also die Flintstein-Schultern brauche ich noch. Dann Stiftung des Eisernen Grabes. Was haben wir? Stiftung eines verlorenen Zeitalters. Und der Vorschlaghammer. Vorschlaghammer klingt gut. Also vier Items aus Classic, aus Wattle haben wir das jetzt weg. OP brauchen wir nix. Oder Zwift auch nicht. Und das Legion sind es halt hier an Taurus-Sachen noch. Ne? Da habe ich mir ja jetzt. Ah, warte mal, war das das LFR-Teil, was ich mir geholt habe? Ah, LFR brauche ich anscheinend nichts mehr. Aber Zonenloot brauche ich jetzt noch. Quasi die Lederhosen und die Schultern aus Antorus. Gamaschen des zobelschwarzen Pirschers. Und Schulterpolster des Teufels Flammen Infernos. Und die brauche ich dann, glaube ich, auch noch im HC. Also ich brauche die Dinger sowohl im NHC und im HC. Im Mythic-Modus brauche ich sie zum Glück nicht mehr. Da habe ich mittlerweile alles. Na, also, das sind die Sachen. Und dann, also vier in Antorus sind es noch. In Classic sind es auch vier. Haben wir acht Items. Außenbereich, ah ja, da war es dieses blöde Hemd, ne? Hier, Deckmatrosenhemd. Mal gucken, ob ich das irgendwo mal finde. Es kostet halt auch immer mal gut zwischen 100 bis 300, 400k. Also da bist du auch gut dabei. Dann sind das neunte Item. Dann Weltbeute. Ah ne, Weltbeute war ja die eine Klinge, die ich mir eben gekauft habe. Okay, da habe ich nur noch dieses Rezept. Und wo war es dann noch? Ich meine, dann brauchte ich nur noch Fische. Und zwar, es gibt hier so blöde Fische, die kann man angeln oder halt auch mal kaufen. Und zwar Staubbringer, ne, den würde ich noch brauchen. Dann Steinhaut-Starkfisch und Stahlschuppenknauter. Was? Knautscher. Ah, Stahlschuppenknautscher heißt der. Also lustige Namen haben die. Oder dann sind es 9, 12 Items sind es jetzt noch, die ich daraus brauche. Mal gucken. Vielleicht finde ich den noch irgendwo. Und dann sind es halt noch zusätzlich so hier. Geschichten, die rausgepatcht sind, die sind aber jetzt hier nicht drin im Auktionshaus, also die, beziehungsweise nicht im Addon sind die mit drin, weil ich die rausgenommen habe. Weil man die eigentlich nicht mehr kriegen kann, nur wenn die halt noch irgendwer rumliegen hat. Und hier seht ihr, da sind noch so die ein oder anderen Items, die sind rausgepatcht. Das Addon zeigt hier unten auch an.
has been removed from the game. Genau, steht dann immer in Rot dran. Also da muss ich mal gucken, aber die gehen teilweise relativ weit in die Höhe mit dem Gold. Gut, dann sind wir soweit mit dem Video durch. Ich habe wieder das ein oder andere Gold ausgegeben oder gewastet, wie man es nimmt. Ausgegeben, wie gesagt, haben wir, ups, jetzt, das seht ihr nicht, haben wir insgesamt jetzt 935.000 Gold und mal gucken, ob wir das nächste Mal wieder ein bisschen was finden, was wir quasi unser Gold reinbasten können. Und da, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Vor allem, wenn ihr irgendein Item findet von denen, die ich aufgezählt habe. Und ja, schreibt mir gerne einen Kommentar. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.